Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer iPad Learning Community Videos. Unser Ziel ist es, Lehrkräften aus dem deutschsprachigen Raum Tipps für den innovativen Einsatz des iPads im Unterricht zu geben. Mein Name ist Alicia Bankhofer und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit der App Clips Erklärvideos erstellt. Ich persönlich unterrichte seit 2013 an der Anton-Krieger-Gasse in Wien und leite als Apple Professional Learning Specialist Seminare für Lehrpersonen, in denen ich zeige, wie man mit iPads im Unterricht arbeiten kann. Dabei kommt oft die Frage auf, wie Erklärvideos leicht erstellt werden können. Daher möchte ich heute euch zeigen, worauf man bei der Erstellung achten soll, welche Features Clips hat und welche Beispiele und Unterrichtsideen es gibt. Beginnen wir am Anfang mit den Basics. Wie können wir vorgehen? Der erste Schritt ist es, sich über das Thema gut zu informieren und zu organisieren, das, was man sagen möchte, und zu überlegen, wie man es darstellen möchte. Hier hilft ein Storyboard und ein Skript. Dann sollte man selber Bilder und Videos aufnehmen oder welche finden im Internet. Wenn es sich um eine Gruppenarbeit handelt, kann man dann die Rollen verteilen, sprich die Arbeit aufteilen. Ein paar Tipps habe ich für euch. Eine gute Videolänge ist circa zwischen 5 und 10 Minuten. Wenn es länger ist, verliert man dann die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Daher eine Sache erklären, eine einheitliche Designsprache festlegen und eine klare Struktur haben, sprich Titelbild, Schlussbild oder in der Mitte gibt es Einleitung, Hauptteil, Beispiele und Zusammenfassung. Auf eine gute Audioqualität sollen wir achten, langsam und laut genug sprechen und am besten ist es, man macht eine Probeaufnahme und man holt sich Feedback ein und dann können wir es ganz super optimieren. Jetzt sehen wir uns an, was Clips alles kann. Wenn wir die App Clips öffnen, sehen wir oben eine Navigation und unten eine Navigation. Oben können wir ganz links ein neues Projekt starten. Wir können Blitz einschalten, die Kameraausrichtung ändern oder Musik auswählen. Unten in der Navigation erkennen wir einen rosa Knopf in der Mitte. Mit diesem Knopf können wir einen Clip erstellen, sprich man kann aufnehmen damit. Oberhalb vom rosa Knopf ist Kamera, Mediathek und Plakate. Bei Kamera können wir neue Bilder aufnehmen. Bei Mediathek können wir welche, die wir bereits gemacht haben, von der Mediathek holen. Und unter Plakate können wir so schöne Titelkarten, vorgefertigte, aussuchen und sehr leicht anpassen. Links vom rosa Knopf finden wir Live-Titel, die können wir aktivieren. Und rechts vom rosa Knopf finden wir Effekte, sprich Filter, Text, Emoji. Jetzt wollen wir ein neues Projekt starten. Einfach ganz oben links auf die Folder tippen und auf das Pluszeichen tippen. Ein Clip holen wir aus der Mediathek, indem wir einfach auf Mediathek tippen, das Foto aussuchen und länger auf den rosa Knopf drücken. Dabei entsteht ein Clip, wie wir hier unten sehen. Wenn wir mehrere solche Clips aufnehmen, können wir die Reihenfolge sehr leicht ändern. Einfach hin und her schieben, je nachdem, wie wir das haben wollen. Wir können auch die Cliplänge bearbeiten, einfach auf einen Clip zum Beispiel tippen und mit diesen gelben Balken kürzer oder länger machen. Wir können auch einen Clip teilen oder duplizieren. Hier können wir einfach wieder auf den Clip tippen und da diesen weißen Balken hin und her schieben oder einfach duplizieren mit dem Knopf. Duplizieren. Mit Live-Titel können wir das aufnehmen, was wir direkt einsagen. Sprich, jetzt wird gleich mitgeschrieben, was wir sagen. Hier gibt es verschiedene Formatierungsmöglichkeiten, können wir einfach durchstöbern, welche uns am besten gefallen. Hier nehme ich einfach die rote Option und spreche meinen Text ein. Teste ich es einmal, ob es gut ist, wie ich das eingegeben habe. Und wenn ich merke, dass etwas zum Beispiel fehlt, hier ein Rufzeichen, kann ich sehr leicht im Nachhinein einfach drauf tippen und es hinzufügen und mit Enter bestätigen. Effekte können wir unter dem Stern einschalten. Hier können wir
Text hinzufügen. Es gibt Formatierungen, die wir aussuchen können, anpassen und herumschieben, größer oder kleiner machen. Mit Filter können wir entscheiden, wie die Bilder aussehen, entweder Comic oder Schwarz-Weiß. Sticker können wir ebenfalls hinzufügen, damit es dynamischer und poppiger wirkt. Das gleiche gilt für Emojis. Hier können wir einfach welche hinzufügen, größer oder kleiner machen. Wenn wir nicht wollen, dass das Audio, was wir eingesprochen haben, erscheint, können wir einfach auf Stumm schalten. Sprich, man tippt auf den Clip und dann bekommt man den Knopf Stumm. Jetzt können wir es entweder einschalten oder ausschalten. Und hier können wir beliebig bei jedem Clip das machen. Soundtrack hinzufügen machen wir, indem wir einfach oben auf die musikalischen Noten tippen, oben rechts. Wir bekommen eine Auswahl an Melodien und dann können wir eins aussuchen, testen und es wird automatisch hinzugefügt. Die Länge der Melodie wird automatisch an die Länge des Projektes angepasst. Und so sind wir schon fertig. Super. Exportieren können wir es entweder per AirDrop senden, speichern oder sichern. Ganz unten rechts ist der Knopf mit dem Pfeil nach oben. Wir tippen einfach kurz drauf, sehen, welche Geräte in der Nähe sind, die Apple-Geräte sind, die AirDrop aktiviert haben. Oder wir speichern zum Beispiel, wir scrollen nach unten, schauen, welche Speichermöglichkeiten oder Sendemöglichkeiten es gibt. Oder ganz einfach Videos sichern und es wird in der Mediathek gesichert. Schauen wir uns ein paar Beispiele und Unterrichtsideen an. Hier ein Clip über das Thema Populismus, ganz super zu machen in Geschichte oder politische Bildung. Oder hier ein Beispiel für ein Rezeptvideo für Apfelkuchen. Oder hier können Kinder und Jugendlichen selber Grammatikregeln erklären. Hier können eine Klasse die Aufgabe bekommen, den Tagesablauf in einer Fremdsprache zu beschreiben. Oder hier haben Kinder und Jugendlichen ein Review über Apps gemacht.
Ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, mit Clips im Unterricht zu arbeiten und es gibt Ideen für sämtliche Gegenstände. Alles, was man erklären möchte, kann man erklären mit Clips. Und es ist die Möglichkeit, einfach kreativ die Dinge zu gestalten und binnen relativ kurzer Zeit haben wir ein schönes Produkt. Wenn man mehr erfahren möchte, kann man das kostenlose Buch herunterladen vom Bookstore. Jeder kann kreativ sein, Video. Oder man besucht die Seite appleteacher.apple.com. Hier finden wir viele kostenlose Materialien für Lehrpersonen in deutscher Sprache. Einfach im Browser eintippen, ein Profil anlegen und die Ressourcen durchstöbern. Vielen Dank und gutes Gelingen!